Liebe Spenderinnen und Spender der Caritas-Aktion Adventsengel, heute möchte ich Ihnen eine Geschichte vorlesen aus dem Buch Weihnachten im Watt. Und wir sind heute zu Gast in einem alten Zug der Osnabrücker Dampflokfreunde und deswegen passend dazu die erste Geschichte. Das Christkind in der Bahnhofsmission. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund von Schneeverwehungen auf der Strecke nach Rheine können wir leider nicht weiterfahren. Wir bitten Sie um Entschuldigung. Bitte nutzen Sie das Angebot unseres Bordrestaurants. Dort erhalten Sie kostenfrei warme Getränke und Snacks. Sobald wir die Fahrt fortsetzen können, werden Sie von uns informiert. Katharina Büchter saß in ihrem Abteil, die Hände auf dem kugelrunden Bauch verschränkt. Der kleine Maximilian machte sich deutlich bemerkbar. Die schwangere Frau war auf dem Weg ins Emsland, und zwar nach Papenburg zu ihrer Familie. Ihr Mann Philipp war schon einen Tag früher mit dem Auto inklusive Kinderwagen und Gepäck vorgefahren. Sie hatte noch Zeit mit ihrer Freundin verbracht. Schließlich sollte das Kind Anfang Januar zur Welt kommen. So lange wollte sie im Emsland bleiben, ihren Sohn, das wusste sie schon seit einiger Zeit, dort im Marienhospital zur Welt bringen. Gibt es vielleicht so eine ungefähre Angabe, wann wir weiterfahren können? Fragte sie den Schaffner, der gerade an ihrer Reihe vorbeikam. Es tut mir sehr leid, junge Frau. Rhein ist zwar frei, aber kurz hinter Osnabrück muss erst der Schnee von den Gleisen geräumt werden. Wir wissen leider noch nicht ganz genau, wie lange das dauern wird. Kann ich Ihnen etwas bringen? Katharina lehnte ab, sie wollte einfach nur sitzen. Sie holte ihr Handy aus der Tasche und rief Philipp an. Du, Schatz, das Abenteuer Bahn macht seinen Namen wieder mal alle Ehre. Ich sitze in Osnabrück fest und ich sage dir aber Bescheid, wann es weitergeht und ich bei dir in Papenburg ankomme. Sie spürte, wie Maximilian unruhig wurde. Vielleicht lag es an der Wärme im Abteil. Sie zog ihren Mantel an, stieg aus dem Waggon, um sich aus dem Bahnsteig die Beine zu vertreten. Am anderen Ende des Gleises stand eine Gruppe Männer und Frauen vor der Bahnhofsmission. Dort wurde Kaffee ausgeschenkt und Christstollen verteilt. Es war der heilige Abend und langsam senkte sich die Dunkelheit über die Stadt. Als sie an der Menschentraube vorbeikam, wurde sie freundlich angelächelt. Die Schwangerschaft war nicht zu übersehen. Nomin deren? Wäre das ein Christkind? Fragt ein älterer Mann. Nein, das wird wohl eher einer der heiligen drei Könige werden. Der Termin ist Anfang Januar. Wie soll er denn heißen? Kaspar, Melchior oder Balthasar? Maximilian wie mein Großvater, der Name hat nämlich Tradition in unserer Familie, antwortete sie mit einem Lächeln. Na dann müssen wir die Bibel ja wohl demnächst um und einen vierten König dazuschreiben. Ein Lächeln ging durch die Gruppe. Ich heiße übrigens Kaspar, das sind meine Freunde und Begleiter. Wir sind hier gestrandet, weil die Bahnhofsmission in Osnabrück am heiligen Abend immer etwas für uns macht. Heute gibt es Hühnchen mit Kartoffeln und Gemüse. Möchten Sie vielleicht mit uns essen? Im Zug gibt es doch sicher nur Pappbrot mit Salami und Käse. Katharina wollte gerade ablehnen, als sie merkte, wie die Wehen einsetzten. Oh nein, dachte sie, bitte nicht jetzt. Es war so heftig, dass sie sich auf den Bahnsteig setzen wollte. Ihr wurde heiß, kalt und schwindelig. Ihr Gesicht verzog sich vor Schmerzen. Die Männer und Frauen merkten gleich, was mit ihr los war. Sie stützten sie und begleiteten sie in die Räume der Bahnhofsmission. Die Frau da ist in anderen Umständen. Ich glaube, der kleine Maximilian will nicht mehr bis Januar warten. Kaspar sprach mit dem Leiter der Einrichtung, die gemeinsam von Caritas und Diakonie verwaltet wurde. Katharina wurde in den Raum der Stille gesetzt, während draußen die Stimmung von Gemütlichen aufgeregt umschwenkte. Alle hatten mitbekommen, was mit Katharina los war. Der erste Teil der Geschichte. Und wenn Sie wollen, demnächst gibt es Teil 2 und dann erfahren Sie, ob Maximilian in der Bahnhofsmission zur Welt gekommen ist.